Hallo zusammen. So, der Wohnwagen ist fertig. Haben wir aber rausgefahren, weil hier ist voll. Hier ist voll und zwar, ich zeige euch nur so ein bisschen. So, Challenger. Challenger bekommt viele Sachen. Fehlt noch die Antenne zu bauen. Ja, die Antenne ist hier. Haben wir Wechselrichter. Guck mal, hier ist der Bedienteil. Haben wir Solar auf dem Dach. Der bekommt ein Lithium, hallo Walli, Wechselrichter und so weiter, der Weinberg. So, die Solar ist schon montiert, 3 Stück da. Hier haben wir noch 2. Dann da in der Mitte, der Pössl hat auch 3 Module bekommen und Batteriecomputer, Lithium und so weiter. Der andere da ist eine, der weiß, ist ein Spezialprojekt, der bekommt so viele. Ja, haben wir niemals so viele montiert auf einen Custom-Wagen. Von elektrischen Hubstützen, elektrische Trittstufe, elektrische Markise, 400 und etwas auf dem Dach, Solar, Entschuldigung, Klima, Oyster Connect, 2 Batterie, 2 Wechselrichter. Ich erkläre euch, wenn der fertig ist und was wir da bauen und was haben wir da gebaut eigentlich. Ja? So, ja, da ist noch eine Mercedes. Da hinten haben wir eine 2000 Wechselrichter gebaut, eine Smart Shunt, von Victron und eine Batterie 200 von Liontron, von GNS. Ja, so der Weißberg, ich zeige euch gleich, wenn fertig ist. Und diese Pössl, ich zeige euch in einem anderen Film. Wie gesagt, der ist ein spezielles Projekt, ich zeige euch danach. Und der ist auch speziell, ja. So, halb hier drin wohnt der Mann. Und die andere halbe ist so eine kleine mobile, wie soll ich sagen, der verkauft Sachen und so weiter und so fort. Ja, ist eine mobile Geschäft. Ja, der arbeitet der Mann hier und so weiter und so fort. Hier hinten, wir sind in Renovierung. Ja, machen wir auch hier zu. Guck mal, so sieht man hier nicht mehr, weil hier hinten ist nur immer nur Müll und nur Sachen. Machen wir da auch alles zu. Aber wie gesagt, in diesem Film, ich zeige euch diese Detlef, was haben wir hier gebaut. So, Bürstner haben wir hier, eine Zitrin, Sample ist morgen dran. Und diese Detlef, ich zeige euch, ja, der war in die Halle gestern und ist jetzt fertig. So, 4 Mover, 2-mal haben wir hier gebaut. Ja, weil hat doppelte Achse. Dann gehen wir rein, machen wir kurz Licht und fangen wir von hier. Hier ist der 4 gebaut, ja. Dann hier haben wir eine Batterie gebaut. Moment. Hier haben wir eine Liontron 150, aber der Vorbereitung für eine zweite Batterie ist auch da. Ja, die Halterung, ja, links, rechts und so weiter und so fort und die Kabel. Guck mal, was für eine dickere Kabel haben wir, 2x50 genommen für jede Batterie. Warum? Ich erkläre euch, weil hat eine große Wechselrichter. Guck mal, die schon hat alles Fluorin gemacht und ich mache hier zu. So, Batterie plus und Batterie minus ist da und alle die Kabel kommen hier. Dann hier Electrical Panel und Inverter, die 2 Sicherungen. Da ist eine kleine MPPT-Regler mit 2 Modulen auf dem Dach. Hier Alco-Hubstutzen, ja, wie gesagt, da 2x230 Steckdose. Und hier ist der Wechselrichter. So, dann gucke ich,
wie kann ich am besten hier filmen, weil die bleiben nicht hoch. Muss ich mit einer Hand. So, Moment, jetzt. Guck mal, wie schön hat alles Florin hier gemacht. Das ist eine Kombi von Büttner, eine 3000er Wechselrichter und 120 Ladegerät. Und dann wir sind bis da hinten, wo haben wir so das ganze Licht, ja, alle Lichter und alles, was wir hier haben, haben wir über diese Batterie. Ja, wir sind jetzt nicht an ein Auto gekoppelt. So, alles hier, guck mal, alles von dieser Batterie. Ja, wie gesagt, kommt noch eine da. Der Mann möchte gerne noch eine da bauen, deswegen haben wir diese Vorbereitung. So, dann hier rein. Hier haben wir die Netzvoranschaltung. Und hier haben wir auch die 12 Volt angeschlossen. So kann er die, ja, guck mal, wie schön hier alles ordentlich gemacht. Netzvoranschaltung und alles. Ganz, ganz, ganz schön von Florin alles gemacht. 2 Tage hat Florin an diesem Auto gearbeitet. Hier haben wir der Bedienteil vom Wechselrichter. Ja, von hier kann er alles machen. Ja, ist wie eine, wie bei Victron. Kannst du, wie heißt das, Landstrombegrenzer auch ist dabei. Am Anfang haben wir hier gesprochen. Hier war Platz für so etwas zu bauen. Kann man gut leasen und alles. Aber der Mann sagte, ich habe 2 kleine Kinder. Und wenn wir da bauen, dann die ganze Zeit die spielen da. Und deswegen sagt er lieber nicht. Noch hier in der Mitte, ja, hier in der Mitte oben, kommt noch eine Klima, ja, noch eine Klima. Und der Mann sagte, ich gucke, wie klar gehe ich mit, erstes Mal mit alles, was habt ihr gebaut. Wenn in Zukunft ich baue noch eine Batterie und noch Solar auf dem Dach, auf jeden Fall, denn das reicht mir nicht. Ich habe gesagt, mit so einer dicken Wechselrichter, du musst erstes Mal die Batterie, auf jeden Fall musst du da die Batterie bauen. Ansonsten kannst du nicht nutzen. Die Liontron hat nur 150 dauert den Ladestrom, so du kannst maximal 1700-1800 Watt nutzen. Warum hast du 3000, wenn du kannst nur halb nutzen? Und dann der Mann sagt, ja, machen wir, deswegen haben wir die Vorbereitung gemacht. So, das kommt noch und danach Solar. Aber Solar, ich habe ihm gesagt, du brauchst auf jeden Fall auch, ja. Hier ist der Fernbedienung von Alco, ja, elektrische Stütze und der Fernbedienung von Mover, ja. Gut, dann, ich glaube, das war's mit diesem Wohnwagen. Ganz, ganz schönes Wohnwagen auch, aber war auch viel Arbeit, ganz viel Arbeit, so etwas zu machen. So, nur für die ganze Kabel und so. Alles, was habt ihr drin gesehen, hat Florin alleine gemacht. Hier draußen habe ich mit Wally gemacht. Ja. Ja gut, dann, was kann ich sagen? Ich gucke, ob ich noch einen Film machen. Diese Woche, wenn nicht, dann ich wünsche euch schönes Wochenende. Bleibt hier gesund, abonniert meinen Kanal. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe keine Zeit gehabt, aber diese mit jetzt Thema München. Ich hatte keine Zeit. Guck mal, was ist hier? Ich keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kommt eine separate E-Mail für München. Bis dann, wie früher gesagt habe, und ich sage jetzt nochmal. Einfach uns hier anrufen und hier Termin machen. Haben wir schon viele, viele Termine für München gemacht. Haben wir noch Platz im Juni, wer noch einen Discount möchte, also 10% für Solar und Batterie. Haben wir noch einen Platz, noch ein paar Termine frei. So,
Wer in der Nähe von München ist, Österreich, Schweiz, dann wir warten auf euch. Ab 1. Juni fangen wir da an und ab jetzt könnt ihr Termine machen. Gut, dann bis nächstes Mal aus München-Gladbach. Julian sagt Tschüss.